Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Während fossile Energieträger permanent verfügbar sind, müssen Sonne- und Windstrom oft zwischengespeichert werden, um bei Bedarf eingesetzt werden zu können. Neben Wasserstoff spielen bei der Speicherung Batterien eine Hauptrolle, die sowohl mobil in E-Fahrzeugen als auch stationär immer mehr Verwendung finden. Aber haben denn Batteriespeicher überhaupt ausreichend Potenzial für die Energiewende? Welche Entwicklungen sind da noch zu erwarten? Und können E-Fahrzeuge wirklich eine entscheidende Rolle für das zukünftige Energiesystem spielen? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche über diese Fragen jetzt mit Jan Figener von der RWTH Aachen. Hallo, Herr Figener. Ja, hallo, Herr Bücklein. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind an der RWTH Aachen. Sie erklären gleich vielleicht am besten zu Beginn, was Sie da genau machen, gemacht haben und was das mit Batteriespeichern zu tun haben, okay? Ja, sehr gerne. Also ich betreibe zusammen mit der RWTH Aachen die beiden Websites Battery Charts und Mobility Charts, auf denen aktuelle Marktentwicklungen zu stationären Batteriespeichern und zur Elektromobilität dargestellt werden. Ich habe die letzten 3 Jahre lang die Abteilung Netzintegration und Speichersystemanalyse unter Professor Sauer an der RWTH Aachen geleitet und bin mittlerweile noch Gastwissenschaftler an dem Institut. Mhm. Und zudem bin ich Senior Battery Expert bei Akio Battery Intelligence. Das ist eine Firma zur Batteriediagnostik und angebotene Produkte sind Sicherheit, Lebensdauer und Performance-Analysen von Batterien. Und was ist man dann zuallererst? Physiker, oder? Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Fachrichtung elektrische Energietechnik und jetzt auch die Promotion zum Ingenieursdoktor so gut wie abgeschlossen. Wenn man sich diese battery-charts.de Seite anschaut, dann weiß ich auf jeden Fall, dass Sie einen guten Überblick haben über das, was es an Batteriespeichern so gibt. Können Sie uns da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen und uns einen guten Überblick geben? Wo werden denn Batteriespeicher überall eingesetzt? Ja, sehr gerne. Ich glaube, wir können den Batteriespeichermarkt, den wir heute auch besprechen werden, so grob in 4 Bereiche einteilen. Das sind einmal 3 Bereiche im stationären Markt. Das sind Heimspeichersysteme, dann Gewerbespeicher und Großbatteriespeicher. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch Speicher mit Rädern. Das sind dann die Elektrofahrzeuge. Und ich freue mich, über alle 4 Bereiche reden zu können. Vielleicht ganz kurz. Die Heimspeicher werden überwiegend zum Eigenverbrauch eingesetzt. Gewerbespeicher ist vielfältige Einsatzgebiete, aber überwiegend auch Eigenverbrauch und Lastspitzenkappung. Mhm. Und Großspeicher werden beispielsweise in der Regelleistung eingesetzt oder auch an den Energiemärkten gehandelt. Von den Heimspeichern weiß ich jetzt am meisten, weil das ist so das, was der Konsument so mitbekommt. Heimspeicher sind auch bei der Bundesnetzagentur vielfach registriert. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den Heimspeichern und den anderen von Ihnen genannten stationären Speichern? Ja, die Heimspeicher sind in Deutschland der größte Markt. Die Gewerbespeicher sind der kleinste Markt. Okay. Und der Großspeichermarkt ist gerade bei Speichern, die im Betrieb sind, bei über 1 Gigawattstunde. Das ist aber in anderen Ländern beispielsweise anders. Da ist der Großspeichermarkt deutlich stärker. Mhm. Wir haben jetzt hier die Situation, dass wir hohe Strompreise haben, geringe Einspeisevergütung und das hat auch den Heimspeichermarkt sehr angeschoben. Mhm. Haben Sie denn dazu auch noch ein paar Zahlen? Ich glaube, es gibt 2 Meilensteine, die wir in 2023 feiern können. Das eine ist eben diese Durchschreitung der 10 Gigawattstunden mit allen Speichern zusammen. Und im Heimspeichermarkt haben wir 2023 jetzt mehr als 1 Million Speichersysteme insgesamt in deutschen Haushalten installiert. Mhm. Das ist schon sehr, sehr viel. Und davon sind über 500.000, diese 1 Million, allein in 2023 installiert worden. Mhm. Also sehr, sehr starkes Jahr für den Heimspeichermarkt. Aber auch der Gewerbespeichermarkt ist deutlich gestiegen. Wir haben hier über 2000 Neuinstallationen von Gewerbespeichern. Das heißt hier auch gutes Wachstum, fast eine Verdopplung. Und bei den Großspeichern ist das Marktwachstum etwas abgeflacht. Das lag aber daran, dass 2022 sehr, sehr viel zugebaut wurde. Und es ist aber schon ganz viel angekündigt. Also wir haben schon 2,2 Gigawattstunden an angekündigten Projekten für die nächsten 2 bis 3 Jahre, mhm, bei insgesamt 1,2 Gigawattstunden, die gerade installiert sind. Also der Bestand wird sich verdreifachen in den nächsten 2 Jahren. Die Speichersysteme werden immer größer. Also hier sind 2 Projekte mit 600 Megawattstunden angekündigt und bei einer Dauer von 2 Stunden, also einer Leistung von 300 Megawatt.
Und der größte Speicher, der gerade in Betrieb ist, ist 72 Megawattstunden. Das heißt auch ziemlich starke Entwicklung hier. Und dann gibt es ja noch die rollenden Energiespeicher, von denen ich auch einen hier in der Einfahrt stehen habe. Und oft wird ja dann die Hoffnung ausgedrückt, dass wir mit diesen ganzen Autos dann doch einen erheblichen Anteil auch an der Energiespeicherung decken können. Wie viel Batteriekapazität steckt denn momentan wirklich in den Fahrzeugen? Und wie viel ist das jetzt mal im Vergleich gesetzt zu den anderen, gerade Leistungsdaten, die Sie genannt haben? Ja, das ist viel mehr, als man vielleicht vermuten würde. Hä? Schon heute haben wir fast 100 Gigawattstunden an Batterien auf den Straßen. Das ist also etwa 10-mal mehr als im stationären Bereich. Das liegt einfach daran, dass das einzelne Fahrzeug eine deutlich höhere Kapazität hat als der Heimspeicher, der einzelne. Also im Fahrzeug reden wir von mittleren Kapazitäten um die 60 Kilowattstunden. Im Heimspeicher sind das so 9 bis 10 Kilowattstunden für den mittleren Speicher. Und wenn man diese großen Kapazitäten der Fahrzeuge dann mit der hohen Anzahl an Fahrzeugen multipliziert, die mittlerweile auf den Straßen schon unterwegs sind, dann kommt man eben in Größenordnung um die 100 Gigawattstunden. Und das ist viel. Aber wir haben ja im Moment nur 6% oder 3 irgendwo E-Fahrzeuge überhaupt. Das heißt ja, das Potenzial wäre ja immens in diesem Bereich. Ja, korrekt. Das Potenzial ist riesig. Wenn man mit den 15 Millionen Elektrofahrzeugen rechnet, die bis 2030 auf den Straßen sein sollen, dann kommen wir hier Richtung Speicherkapazitäten von einer Terawattstunde. Das sind nie dagewesene Flexibilitätspotenziale, die natürlich einen erheblichen Beitrag fürs Energiesystem leisten können und das auch zukünftig müssen. Und daran wird halt an vielen Enden auch gerade gearbeitet, dass das möglich wird. Genau, weil das ist ja das Schöne an dem Begriff Potenzial, dass es eben nur eine Möglichkeit darstellt, die aber im Moment noch nicht gegeben ist. Ist es denn wirklich so, dass wir mit diesen sogenannten Vehicle-to-X-Lösungen dann auch die Netze stabilisieren können werden und damit wirklich einen enormen Beitrag zur Energiewende leisten? Definitiv. Also ich denke, das muss ein ganz großes Ziel sein, allein volkswirtschaftlich argumentiert. Die Fahrzeuge sind bereits bezahlt. Das sind private Investitionen, die hier für die Mobilität getragen werden. Und Fahrzeuge stehen zu 97% der Zeit laut der Studie Mobilität in Deutschland. Das bezieht sich nicht nur auf Elektrofahrzeuge, sondern auf alle Arten von Fahrzeugen. Und oft auch 20 Stunden pro Tag zu Hause. Die durchschnittlichen Fahrdistanzen sind nur 40 Kilometer. Dafür wird nur etwa 10% der Batteriekapazität genutzt. Und wenn man in diesen Standzeiten dann Fahrzeuge netzdienlich einbinden kann, ob das einfach nur die Ladung bei Überschuss ist oder ob das wirklich die Stabilisierung der Frequenz ist. Das gibt es ganz viele Möglichkeiten und das ist ein Riesenpotenzial, was eine große Verschwendung wäre, wenn das nicht gehoben werden würde. Da ist natürlich die Frage, wer verhindert das eigentlich oder wer hat das bisher eigentlich immer verhindert? Sind das die Fahrzeughersteller selbst, die Angst um ihre Batterien und vielleicht die Garantie haben, was ich schon gehört habe? Oder ist es die Politik, die mit regulatorischen Schwierigkeiten daherkommt? Oder die Energiekonzerne, die Bösen, die sind doch wahrscheinlich immer schuld am Ende. Ja, also ohne jetzt in Schuldzuweisung gehen zu wollen, vielleicht die Komplexität dargestellt, ist natürlich sowohl auf technologischer Ebene als auch auf regulatorischer Ebene. Technologisch ist es eine recht komplexe Kette, die aufgebaut werden muss. Es gibt das Fahrzeug, die Ladeinfrastruktur, das Gebäude, Energiemanagement, dann die Ankopplung ans Netz und die Kommunikation mit Energiemärkten oder Netzbetreibern. Das ist natürlich eine lange Kommunikationskette, die erstmal aufgebaut werden muss. Gute Nachricht an dieser Stelle ist, dass die wichtigen Kommunikationsprotokolle alle existieren und derzeit so implementiert werden, dass erste Lösungen im nächsten Jahr auch bidirektional angeboten werden können. Das heißt, technologisch tut sich hier einiges. Natürlich gibt es auch noch Bedenken Richtung Batteriealterung. Das ist auch immer wieder ein Hindernis, der es genannt wird. Da können wir aber vielleicht gleich nochmal kurz drüber sprechen und erst über die regulatorischen Probleme. Die Regulatorik war natürlich in ihrem Ursprung nicht darauf ausgelegt, dass dezentrale Fahrzeuge ins Energiesystem integriert werden können. Deswegen kann man da erstmal keine pauschalen Vorwürfe erheben.
Das ist einfach eine komplexe Gesetzeslage. Und ich glaube, was aber ganz wichtig ist, ist, dass erkannt wurde, dass es hier viele Hemmnisse gibt. Okay. Ob es Netzentgelte sind, ob es Steuern sind. Das wird gerade alles ja, erkannt und erarbeitet und verbessert. Das sieht man auch gerade mit der Speicherstrategie, die vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde. Das heißt, hier tut sich einiges, um Regulatorik anzupassen. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass es nun mit dem Osterpaket des letzten Jahres die Speicherdefinition gibt, durch die dann zielgerichtete Regulatorik gearbeitet werden kann und Batterien eben nicht mehr entweder Erzeuger oder Verbraucher sind, sondern ihre eigene Rolle haben und ihre eigene Regulatorik bekommen. Vielleicht, weil wir noch beim Technischen sind, eine technische Frage noch, bevor wir dann zu der spannenden Frage natürlich auch kommen, der Alterung von Fahrzeugbatterien. Sind sie denn technisch überhaupt geeignet? Weil bei der Netzstabilität geht es ja nicht nur um die Kapazität, sondern auch darum, dass es halt schnell gehen muss, wenn der Strom gebraucht wird. Ist dafür das Vehicle to X eine geeignete Lösung? Ja, also prinzipiell erbringen Batteriespeicher ja schon Frequenzstabilisierung, gerade die primäre Leistung und jetzt auch immer mehr sekundäre Leistung. Das heißt, technisch ist sowas natürlich möglich. Also ein Elektrofahrzeug ist ja vor allen Dingen ein Batteriespeicher auf Rädern. Aber die derzeitigen Kommunikationswege sind noch nicht so schnell. Und das wird, ja, das ist aber alles lösbar. Also die Batterie selber könnte so schnell die Energie abgeben, wie wir sie brauchen. Ja, die Batterie ist sowieso überhaupt kein Problem. Ja. Die kann das ganz schnell. Die Frage ist immer, wie schnell kann die Leistungselektronik reagieren? Wird lokal gemessen, muss noch ein Signal gesendet werden. Das heißt, da geht es wirklich eher um die ja, Kommunikationskette bis zum Fahrzeug. Aber alles lösbar. Okay. Wie sieht es denn jetzt wirklich aus mit dem Argument, dass die Autobatterien dadurch schneller altern? Ja, glücklicherweise ist für die meisten Einsatzgebiete da nicht so viel dran. Da können wir vielleicht einmal kurz darüber sprechen, was überhaupt Alterung beschleunigt und es dann auf den ja die Anwendungsfälle beziehen. Man kann sich eigentlich merken, dass alles, was hoch ist, der Batterie schadet. Das heißt, hohe Ladezustände beschleunigen die Alterung, hohe Ladeströme beschleunigen die Alterung, hohe Temperaturen beschleunigen die Alterung. Vor allen Dingen auch ein hoher Ladezyklus. Also ein Ladezyklus ist einfach definiert als die Menge an Energie, die in einer Batterie geladen und wieder entladen wird. Und wenn das viel ist, dann altert die Batterie schneller, als wenn das wenig ist. Das kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie mit einem Gummiband. Wenn man ein Gummiband in der Hand hält und es nur ein wenig ausdehnt, dann wird man das sehr oft machen können. Wenn man das aber immer sehr weit ausdehnt, dann wird es irgendwann reißen, einfach aufgrund der Belastung. Und das ist bei Batterien sehr ähnlich. Und jetzt ist es so, dass wir im, sagen wir mal, Einsatzgebiet Versorgung des Haushaltes, also Vehicle to Home, nur sehr geringe Zyklustiefen haben. Ja, die Batterie hat 60 Kilowattstunden. Der Haushalt verbraucht aber nur etwa ein paar Kilowattstunden in der Nacht. Und dementsprechend haben wir Zyklustiefen, die unterhalb von 10 oder 20% liegen. Okay. Und das sind sehr kleine Zyklustiefen, die der Batterie kaum schaden. Bei Regelleistung und Frequenzhaltung ist es genau das Gleiche. Da haben wir nur ein Zittern um einen mittleren Ladezustand, was auch nur sehr geringe Zyklustiefen sind. Und der allgemeine Energiedurchsatz ist auch gering. Und das sorgt einfach dafür, dass die Alterung sehr gering ist, indem diese geringen Zyklustiefen haben. Und die Leistungen sind ja auch gering. Also wir reden ja hier nicht über Schnellladung oder sowas. Die Autos sind dann teilweise dafür ausgelegt, dass sie bei, weiß ich nicht, vielleicht 150 kW oder noch mehr laden können. Der Haushalt wird mit ein paar kW versorgt, also auch kein Problem an der Stelle. Und das führt dann dazu, dass die Batteriealterung gering ist, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Batterien deutlich höher spezifizierte Zyklenzahl haben, als für die Mobilität benötigt wird. Und ja, das führt dann dazu, dass die Alterung vielleicht ein bisschen da ist, aber die Einnahmen deutlich überwiegen. Also für den Hausgebrauch kann ich das gut nachvollziehen. Da könnte man wahrscheinlich beziffern, wenn man das Auto noch als Speicher fürs Haus sozusagen mitbenutzt, dann kostet einen das
auf die Lebensdauer dieses Autos, keine Ahnung, 10.000 Kilometer oder irgendwas, vielleicht, es nimmt ja doch ein paar Zyklen weg. Ja. Jetzt bei der Stabilisierung des Netzes, fließen da höhere Ströme oder ist das genau das Gleiche? Ist da genau dasselbe Entwarnung von Ihrer Seite zu geben? Ja, also bei der Frequenzstabilisierung wird das auch so sein, dass das über die Wallbox geht und das sind höchstens 11 kW dann zu Hause. Mhm. Also vermutlich bei vielen Wallboxen dann auch sogar weniger. Dementsprechend sind das auch geringe Leistungen, die hier benötigt werden und die Zyklustiefen sind noch geringer, weil es eben nur hin und her geht. Also die Frequenz weicht ein wenig ab, das Fahrzeug gleicht ein bisschen aus und ja, das ist auch Entwarnung an der Stelle. Wenn ich auf der Autobahn mal kräftig aufs Gas drücke, habe ich wahrscheinlich was Schlechteres für die Batterie dann getan. Ja, auf jeden Fall. Und ganz wichtig ist noch zu sehen, dass natürlich nicht nur die Lebensdauer der Batterie das Lebensdauerende des Fahrzeugs bestimmt. Wir haben auch andere Komponenten, die altern. Dann wäre es noch nicht mal ein Argument gegen die Nutzung, weil ja, man damit eben nur sehr wenig Alterung hervorruft. Wir sprechen ja immer nicht davon, dass die Batterien dann nicht mehr zu gebrauchen sind, sondern bei einer Alterung von ungefähr 80% sagt man eben, dass sie im Auto nicht mehr eingesetzt werden können. Ja. Das muss man vielleicht auch noch im Hinterkopf haben. Aber an der Stelle vielleicht, in welcher Weise spielen denn gealterte Batterien von E-Fahrzeugen eine Rolle für die künftigen Batterieanlagen, Großspeicher? Ich weiß, dass es zum Beispiel Konzepte gibt, dass man dort ein Second Life für alte Batterien einsetzt. Ist das ein Gedanke, der verbreitet ist und der sich durchsetzen wird? Ja, Second Life ist natürlich viel diskutiert und aus meiner Sicht auch eine eher vielleicht ganz romantische Vorstellung. Ne? Man hat die Batterie erst im Fahrzeug und dann noch in den stationären Speicher und alle sind sehr glücklich. Aber das bringt auch gewisse Herausforderungen mit sich. Zum einen ist das nicht ohne weiteres möglich, einfach die Batterie aus dem Fahrzeug zu nehmen und in einem Stationärspeicher einzubauen. Da ist natürlich Arbeit zu verrichten. Da sind Kommunikationsstandards zu entwickeln, dass das irgendwie unproblematisch geht. Das ist natürlich Stand jetzt nicht so, sondern jede Kommunikation mit einem Batteriemanagementsystem ist Fahrzeug- und Herstellerspezifisch. Es gibt ein paar, die das schon machen, genau. Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall, also mein Punkt ist, es ist Arbeit zu erbringen. Zur gleichen Zeit haben wir neue Batterien, die immer günstiger werden. Mhm. Und dann ist die große Frage, wie viel darf Arbeitskraft kosten, um herauszufinden, welche Batterien sind noch in Ordnung? Mhm. Verwendet man das komplette Pack? Geht man auf Modulebene? Tauscht man Zellen aus? Ne? Das ist halt auch Diagnostik zu leisten. Ja. Das heißt, das ist halt da tatsächlich schwierig. Natürlich wird es Möglichkeiten geben, dass gerade wenn man sagt, man spezialisiert sich auf einen Fahrzeugtyp oder auf mehrere Fahrzeugpackarten, dass man die dann einfach möglichst redundant aus dem Fahrzeug rausnimmt, in einen Großspeicher schiebt beispielsweise und noch betreiben kann, bis die Batterie dann letztendlich wirklich ins Recycling muss. Aber auch hier ist meine Meinung, dass das beste Second Life ist, eine Fahrzeugbesitzerin oder einen Fahrzeugbesitzer zu finden, dem die geringere Reichweite reicht. Mhm. Mhm. Das heißt einfach, ein 500-Kilometer-Fahrzeug vielleicht mit 300 Kilometer Reichweite weiter zu verkaufen. Ja. Und zusätzlich darf man nicht unterschätzen, dass die Zyklenanforderungen im stationären Bereich häufig höher ist als im mobilen Bereich. Mhm. Also übers Jahr gesehen macht ein Heimspeicher oder ein Großbatteriespeicher mehr Zyklen als ein Elektrofahrzeug. Ja, da ist dann schnell Schicht im Schacht sozusagen. Ja. Prima. Vielleicht in Richtung Ende unseres Gesprächs noch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wenn wir jetzt die vorhandene Batteriespeichertechnologie betrachten und Sie mit dem möglichen Entwicklungspotenzial, was noch drinsteckt in Batteriespeichern, technisch, ja, ja. Stecken Batterien dann eher noch in den Kinderschuhen oder sind sie eigentlich schon eher ausgereift? Was haben wir da noch zu erwarten von dieser Technik? Ja, Batteriespeicher sind schon eine sehr ausgereifte Technik. Das heißt, hier werden wir vor allen Dingen Skalierung sehen und Kostensenkungspotenzial ist ganz wichtig. Mhm. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es nicht mehr die Energiedichte ist oder die Steigerung der Energiedichte, die verfolgt wird, sondern ausschließlich Kosten. Das sieht man insbesondere gut daran, dass
Lithium-Eisenphosphat sehr hohe Marktanteile erzielt hat, also im Stadtbereich sowieso, aber auch im Elektromobilitätsbereich, wo man das vor vielleicht 5 bis 7 Jahren einfach gar nicht gesehen hätte. Aber auch hier, die gerade die Fahrzeuge, die nicht die ganz großen Reichweiten haben, auf das kostengünstigere Material umsteigen. Und wenn man diesen Trend fortschreibt, dann sind insbesondere Natrium-Ionen-Batterien eine sehr spannende Technologie, weil hier auch wieder das Potenzial steckt, deutlich geringere Kosten auf Rohstoffebene zu erzielen. Natürlich muss erstmal bewiesen werden, dass auch diese Technologie gut skaliert werden kann und sich gegen die immer günstiger werdenden Lithium-Eisenphosphat-Batterien durchsetzt. Aber hier sehe ich auf jeden Fall gutes Potenzial. Zusätzlich ja, wird ja auch weiter an Festkörperbatterien geforscht. Hier dann eben noch höhere Energiedichten, was für einige Anwendungen sicherlich auch interessant ist. Reichweite. Genau, Reichweite. Aber wir sehen ja, dass Reichweite nicht mehr der zentrale Treiber ist, sonst würde es diese Entwicklung Richtung Eisenphosphat nicht geben. Aber natürlich für Premium-Segmente sicherlich weiterhin auch sehr wichtig. Und ja, hier sehen wir aber noch einige ungelöste Probleme in der Produktion und dementsprechend wird das innerhalb der nächsten paar Jahre ja, sehe ich das nicht unbedingt in Fahrzeugen. Super. Ich denke, wer sich dafür von Ihnen, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, noch mehr interessiert, der findet auf jeden Fall weitere Infos auf den genannten Internetseiten www.battery-charts.de. Und, Herr Fegener, die zweite? www.mobility-charts.de. Wunderbar. Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Aktuelle Trends und Produktneuheiten im Speicherbereich finden Sie auf der EES Europe, Europas größter und internationalster Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme, vom 19. bis 21. Juni 2024 in München. Alle Infos zur Fachmesse sowie zur Konferenz finden Sie online unter www.ees-europe.com.